Moin und herzlich willkommen zu Gesundheit, der Live-Talk der Nordsee-Zeitung, Kreiszeitung Wesermarsch und Zevener-Zeitung. Ich bin Florian und heute dreht sich alles um das Thema Herz. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die Todesursache Nummer 1 in Deutschland. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes starb 2020 mehr als jeder Dritte an einem Herz-Kreislauf-Leiden. Das sind etwa 338.000 Menschen. Und hier schon mal der Hinweis, solltet ihr Fragen zum Thema haben, schreibt sie einfach unten in die Kommentare und mit etwas Glück beantworten unsere zwei Experten heute eure Fragen. Zum einen ist heute bei mir Professor Dr. Rüdiger Dissmann, er ist Chefarzt der Kardiologie im Klinikum Reinkenheide, und Dr. Wolfgang Dausch, ärztlicher Direktor der Ameos-Kliniken in Bremerhaven und Kardiologe. Moin. 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 Und hier ist auch schon mal die erste Frage, die uns wohl alle am meisten beschäftigt. Was sind denn die Symptome, bei denen ich sagen muss, oh, ich muss zum Arzt, ich muss mein Herz untersuchen lassen? Vielleicht Herr Dissmann, möchten Sie zuerst? Ja, also das ist natürlich jetzt so, es gibt erstens die Probleme an den Herzkranzgefäßen. Das ist das, worum wir uns ja heute hauptsächlich kümmern. Es gibt natürlich andere Probleme im Herzen, zum Beispiel Rhythmusstörungen, unregelmäßiger Puls oder auch eine Luftnot, die bei Belastung auftritt. Das sind jetzt andere Gebiete, aber es geht jetzt ja in der Regel, und das ist das vielleicht Wichtigste, darum zu klären, ob jemand Kranzgefäßprobleme hat. Und das ist natürlich, dann ist es wichtig zu gucken, wenn einer Beklemmung, Enge, Brennen hinterm Brustbein verspürt. Das sind Dinge, die man auf jeden Fall abklären muss mit dem Hausarzt. Wenn das akut trifft, und das ist die Situation, wo man Leben retten kann, wenn man akut solchen Druck, Beklemmung, Enge, Brennen hier in diesem Bereich mittig hat, ausstrahlend oder nicht, wenn das passiert, dann muss man sich nach 5 bis 10 Minuten sofort drum kümmern, melden, auch schlimmstenfalls die Feuerwehr. Das sind immer die Dinge, auf die wir immer wieder hinweisen, weil da kann man wirklich die meisten Menschen retten. Man kann den Herzinfarkt, der vielleicht dahinter steckt, verhindern, kann Leben retten, weil Rhythmusstörungen verhindert werden. Und das gilt immer wieder darauf hinzuweisen, dass das allgemein bekannt ist, wenn man solche mittigen Beschwerden hat, die länger als 5 bis 10 Minuten. Wenn das dann wieder weggeht, ist es nicht, darf man es nicht vergessen, das gibt es natürlich auch. Kurz verschlossen das Gefäß, geht wieder auf. Da muss man möglichst schnell einen Hausarzt oder jemanden dazu bitten oder auch in einer Notaufnahme zu klären, ist das vom Herzen gewesen oder ist das was ganz anderes. Aber das sind die Beschwerden, auf die es jetzt erstmal ankommt, die wir uns ja heute Abend kümmern wollen. Richtig. Und uns hat auch schon vorab eine Frage erreicht, und zwar, sind Herzkrankheiten vererbbar? Und wenn ja, welche? Herr Dausch, vielleicht möchten Sie. Ja, man sollte sich schon in der eigenen Familie mal reflektieren, ob eine Häufung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, speziell eben auch von Herzinfarkten, vorliegt. Und da gibt es tatsächlich genetisch bedingte Ursachen. Es gibt Menschen, die sehr früh zu Fettstoffwechselstörungen und zu sehr ausgeprägten Fettstoffwechselstörungen neigen. Es gibt Menschen, die sehr früh einen Diabetes entwickeln. Es gibt Menschen, die einen sehr hartnäckigen Bluthochdruck entwickeln. Also es gibt genetisch bedingte Ursachen dafür, dass Menschen schon im relativ frühen Lebensalter Herz-Kreislauf-Erkrankungen und ganz speziell auch Herzinfarkte entwickeln können. Und wenn man dies selber für sich wahrnimmt und mit seinem Hausarzt bespricht, dann ist das eben auch ein wichtiger Grund, möglichst frühzeitig die entsprechenden Risikofaktoren, so gut es geht, zu behandeln, einzudämmen und Vorsorge zu machen. Jetzt haben wir ja auch eben gerade schon über die Symptome gesprochen, wenn ich einen Arzt aufsuchen sollte. Gibt es da auch Unterschiede zwischen Männern und Frauen, Herr Dissmann? Das wird allgemein gesagt. Also es gibt nicht so viele Untersuchungen, die das wirklich eindeutig zeigen. Also es ist einmal so, dass natürlich der Herzinfarkt mehr den Männern zugeordnet wird. Das ist eine klassische Männererkrankung. Deshalb sind viele Frauen so, dass sie das nicht wahrnehmen in diesem Maße als Herz-Kranzgefäß-Problem, sondern diese Beschwerden als Luftnot wahrnehmen, wenn eben bei Belastung diese Beschwerden von Spannung, Enge im Brustkorb auftreten, als Luftnot beschreiben. Ob das wirklich so ist, dass Frauen die Beschwerden anders haben. Im akuten Infarkt ist es ganz ähnlich, sind es ganz ähnliche Beschwerden, die genauso mittig mit Brennen auftreten.
die eben aber auch von den Frauen oft nicht als Herzinfarkt wahrgenommen werden. Die finden andere Erklärungen dafür. Das gilt natürlich teilweise auch für die Männer. Aber ich glaube nicht, dass es eindeutig Befunde gibt, die zeigen, dass Frauen ganz eindeutig andere Beschwerden aufweisen als die Männer. Das ist meiner Ansicht nach nicht wesentlich belegt. Danke schon mal. Herr Dausch, möchten Sie noch irgendwas ergänzen oder stimmen Sie Ihrem Kollegen zu? Ja, es gibt ja sogar in Deutschland einen Lehrstuhl für Frauenkardiologie. Also es gibt schon wissenschaftliche Arbeiten, die versuchen herauszuarbeiten, dass es Unterschiede gibt in der Symptomatik, aber auch in der Verlaufsform, im Schweregrad. Im Alltag ist es natürlich so, dass sich die Beschwerden häufig ähneln. Gewisse Unterschiede gibt es schon. Es gibt auch ein bisschen Unterschiede, das hat ja Herr Diessmann gerade auch angedeutet, in der Verarbeitung. Männer gehen da anders mit rum als Frauen. Es gibt Unterschiede in den Zeiten, wann der Notarzt gerufen wird. Frauen sind da etwas zurückhaltender als Männer. Also, und die Prognose beim Infarkt bei Frauen, allerdings sind die auch meistens etwas älter, wenn sie ihren Infarkt bekommen, ist etwas schlechter als bei Männern. Und wir haben auch schon die nächste Frage. Thorsten Zint fragt, welche sind die größten Risiken für einen Herzinfarkt? Möchten Sie vielleicht gleich hier weitermachen, Herr Dausch? Bei den Risikofaktoren müssen wir zwischen den nicht beeinflussbaren unterscheiden. Das ist eben die Genetik und den beeinflussbaren. Die größten Risikofaktoren neben dem genetischen Fingerabdruck ist natürlich das Übergewicht, das Rauchen, die Fehlernährung, der Diabetes, die Fettstoffwechselstörung, das in sich auch wieder häufig miteinander verbunden ist. Also wenn ich mich schlecht ernähre, dann wird auch mein Fettstoffwechsel schlechter, dann habe ich das Risiko, früher einen Diabetes zu entwickeln. Und wenn ich mich wenig bewege, dann werde ich wohl eher Übergewicht bekommen und so weiter. Also es gibt zahlreiche Risikofaktoren, die man letztendlich herausarbeiten kann. Und ein nicht kleiner Teil, das beste Beispiel ist das Rauchen, sind eben gut vermeidbare Risikofaktoren. Jetzt erreichen uns auch immer mehr Fragen zum Thema Corona-Impfung und Herzkrankheiten. Können Sie dazu was sagen, Herr Dissmann? Corona-Impfung, beide Impfstoffe, mRNA-Impfstoffe, haben natürlich das Risiko, dass eine Entzündung des Herzens dabei auftritt. Das ist relativ gering im Grunde, dieses bei Männern etwas höher als bei Frauen. Es wird allerdings angenommen, dass das spontane Corona-Infektion 10-mal mehr Myokarditis, also Herzmuskelentzündung, auslöst als die Impfung selber. Deshalb wird auch die Impfung weiterhin, trotz dieses relativ gering auftretenden Problems, wird weiterhin stark empfohlen, um die normale Corona-Impfung, die Ausprägung, wie sie eben auftritt, ohne Impfung zu verhindern. Und es ist sicherlich so, wir haben auch in dem letzten Jahr ungefähr 5 bis 10 Patienten gesehen, die nach einer Impfung, oft junge Leute, die eine Corona, also impfungsbedingte Myokarditis hatten. Das sind aber fast alles ganz harmlos ablaufende Infektionen, die natürlich 2, 3 Tage Krankenhausaufenthalt erforderlich macht, aber nicht zu wesentlichen Problemen geführt haben. Soweit ich weiß, ist auch nur ein einziger Fall in Israel bekannt, wo eine schwere Infektion aufgetreten ist oder schwere Reaktion nach der Impfung, wo ein Patient verstorben ist. Das ist in der Regel eben eine ganz schwache Entzündung am Herzen da, die sicherlich da ist und auch gewisse Schonungen und so weiter erforderlich macht, aber nicht zu einem wesentlichen gefährlichen Problem geführt hat. Übrigens gibt es diese Probleme auch bei Grippeschutzimpfungen und da gab es auch schon immer diese Möglichkeit einer Myokarditis, die dann auftritt. Auch dort sind es jetzt ähnliche Situationen. Aber so eine Riesenimpfungsausbreitung wie jetzt haben wir ja bisher noch nie gehabt. So viele Impfungen sind nie gewesen. Da kommen natürlich auch etwas mehr diese impfbedingten Entzündungen heraus. Jetzt haben wir noch eine Frage, die uns schon auch vorab erreicht hat. Und zwar, manchmal habe ich einen stechenden Schmerz in der linken Brustseite. Sollte ich mir Gedanken machen? Herr Dausch, sollte sich die Person Gedanken machen oder ist es einfach nur mal ein Schmerz in der Brust?
Naja, Schmerzen in der Brust hat man natürlich im Laufe seines Lebens durchaus häufiger und das muss nicht immer bedeuten, dass ernstzunehmende kardiale Probleme die Ursache sind. Also wenn wiederholt und wenn auch unter reproduzierbaren Bedingungen, nämlich Belastungen, immer wieder Schmerzen in der Brust auftreten, dann sollte man sich sicherlich Gedanken machen. Wir haben ein bisschen angerissen die Risikofaktoren. Wenn ich selber weiß, dass eine gewisse Anzahl von Risikofaktoren auf mich zutreffen, dann sollte ich vielleicht auch den Gang zum Arzt gehen und sagen, ich habe da Beschwerden, die treten immer bei der und der Belastung auf und die sind so und so ausgeprägt, damit man den Beschwerden besser nachgeht. Stechende Schmerzen sind in der Regel nicht so sehr kardiale, also vom Herzen hergehend Natur. Der Infarktschmerz ist immer eher ein flächiger, drückender und weniger ein stechender, punktueller Schmerz. Und wir machen auch gleich schon weiter mit der nächsten Frage. In meiner Familie kamen Herzinfarkte vor. Bin ich gefährdet, Herr Dissmann? Ist das ein Hatten wir Risiko? eben in der Andeutungsweise, Herr Dorsch hat es ja auch schon gesagt, aber das ist völlig richtig, was unsere Eltern haben, holen wir leider auch später nach. Und da muss man wirklich sagen, wenn die Eltern in einem früheren und auch Geschwister natürlich in einem früheren, einer frühen Lebensphase solche Probleme haben, müssen wir uns schon fragen, ob wir auch diese Gene mitgekriegt haben. Das ist ganz wichtig eben. Ich hatte auch schon mal mit 50 zum Beispiel so einen Check zu machen, spätestens, dass man sich Cholesterinwerte abnimmt, Langzeitzucker abnimmt und vielleicht eben Blutdruck misst, all diese Dinge mal durchgeht. Und wenn dann eben sehr hohe Cholesterinwerte, vor allen Dingen die auffallen, dann muss man auch sehr früh was machen. Das ist heute viel wichtiger geworden, als es vielleicht vor 10, 20 Jahren war, weil die Möglichkeiten natürlich zur Cholesterinsenkung überwiegend medikamentös viel besser sind. Aber dieses Genetische spielt eine Riesenrolle und da stecken dann natürlich oft messbare Dinge hinter. Es gibt auch noch spezielle Cholesterin-Fraktionen, die man prüfen kann, wenn das jetzt also nötig ist. Aber diesen Check, den sollte man irgendwann machen und sind ja oft einfache Dinge wie dann Rauchen aufgeben, zum Beispiel hat der Dorsch auch schon gesagt, mehr Sport treiben. Und das Entscheidende ist heute das Cholesterin. Und über Facebook hat uns auch schon die nächste Frage erreicht. Peter Gassner fragt, worauf sollte man bei der Ernährung achten, wenn man das Herzinfarktrisiko nicht erhöhen möchte? Herr Dausch, haben Sie da eine Antwort? Ja, bei der Ernährung gibt es immer noch den Klassiker der eher mediterranen Kost. Also wir haben hier in Deutschland sicherlich immer noch tendenziell einen etwas höheren Fleischkonsum, als das notwendig ist. Wir sollten vermehrt auf Gemüse und Obst achten. Es gibt immer noch Überlegungen, dass möglicherweise das Olivenöl tatsächlich einen protektiven Effekt hat gegenüber anderen Ölen. Also und natürlich auch schlicht die schiere Menge. Wie viel esse ich, spielt eine Rolle. Wann esse ich? Esse ich eher abends und da sehr kohlenhydratlastig bis spät in den Abend hinein, ist das sicherlich eher ungesund und fördert eher dann auch die Fettsucht. Gehe ich in meinen Risikofaktoren schon von einem überhöhten Gewicht aus, dann muss ich auch die Kalorienzufuhr natürlich reduzieren. Also da spielen viele Faktoren eine Rolle. Und ganz im Trend liegt eben, dass wir weniger tierische Fette und Fleisch zu uns nehmen sollten und uns mehr dem Gemüse zuwenden sollten, was ja bei der jüngeren Generation auch schon durchaus üblicher ist als bei uns etwas Älteren. Und da ist noch ein bisschen Handlungsbedarf. Und das geht ja auch wirklich Schlag auf Schlag. Kai Grotjan fragt, meine Mutter bekommt jetzt nachts über auch zu Hause Sauerstoff aufgrund von Atemaussetzern. Sie ist stark übergewichtig und hatte vor ihrem Klinikaufenthalt häufiger einen Ruhepuls von 175. Sollte sie sich von einer Klinik mit kardiologischer Fachabteilung eine Zweitmeinung holen, Herr Dissmann? Also wenn ich das richtig verstehe, hat die Mutter wahrscheinlich ein sogenanntes Schlafapnoe-Syndrom. Das kann man sich jedenfalls vorstellen. Das heißt, sie hat im Schlaf nachts Atemaussetzer. Und da wird heute doch relativ, wenn man das in einem Schlaflabor getestet hat und solche Atemaussetzer da sind, wird man relativ schnell heute zu einem Unterstützungsgerät für die Atmung in der Nacht. CPAP nennt man das CPAP. Maskenbeatmung kommen,
die solche Atemaussetzer verhindert. Diese Problematik führt nämlich dazu, dass man hohen Blutdruck kriegt, dass man nicht gut schläft, weil man nachts immer aufwacht aufgrund der Atempausen. Und das kommt sehr viel bei Übergewichtigkeit, wie hier geschildert, vor. Und das ist durchaus, wenn das jetzt mit dem Schlaflabor vorher überprüft worden ist, ist das eine optimale Maßnahme. Der Ruhepuls von 175 kann darauf hindeuten, dass diese Schlafapnoe auch Rhythmusstörungen auslöst. Das ist ganz häufig einer der häufigsten Gründe für Vorhofflimmern nachts. Aber das kann man durch diese CPAP-Maskenbeatmung oft gut reduzieren, nicht? Also es steht ja hier häufiger vorher, vielleicht ist das ja jetzt reduziert worden. Es wäre wichtig rauszukriegen, was dieser hohe Puls dann ist. Ist es wirklich Vorhofflimmern? Das kann man durch Untersuchung Langzeit-EKG unter Umständen rauskriegen. Und das kann man durchaus mit dem Kardiologen auch nochmal besprechen und ob das typisch ist, man hier eine EKG-Registrierung zum Beispiel von diesen hohen Pulsphasen benötigt. Und vorab hat uns auch noch eine Frage zum Thema Puls erreicht, und zwar, wie schnell darf mein Herz beim Sport schlagen? Gibt es da irgendeinen Wert, wo ich sagen sollte, jetzt sollte ich mir Gedanken machen, Herr Dausch? Zunächst mal muss man davon ausgehen, dass wir nicht über Patienten reden, die wirklich Herzrhythmusstörungen schon von vornherein haben. Das heißt, wenn ein Ruhepuls von über 100 vorliegt, dann sollte man, bevor man sich sportlich betätigt, erstmal eine ärztliche Untersuchung machen, weil das in der Regel nicht normal ist. Ansonsten kann man vom Lebensalter ein bisschen runterrechnen und kann dann sagen, von 220 abzüglich des Lebensalters, das kann man als maximale Belastung und der maximale Belastung bei ansonsten gesunden Menschen machen. Und das reduziert sich natürlich immer mehr nach unten, je älter wir werden. Also bei einer durchschnittlichen Belastung ist ein Puls um 100, 120 durchaus in Ordnung. Danke schon mal für die Antwort. Und wir haben noch eine Frage. Und zwar, wie soll man sich bei den genannten Symptomen beim Herzinfarkt bis zum Eintreffen des Notarztes verhalten? Das ist ja auch eine ganz wichtige Frage, Herr Diesmann. Also wenn der Patient, also wenn der Partner zum Beispiel Brustschmerzen hat, soll man sich auf keinen Fall versuchen, irgendwie Bewegung zu setzen, zum Beispiel im eigenen Fahrzeug, sondern vor Ort bleiben. Das ist einer der größten Fehler, dass man dann noch versucht, mit dem Auto vielleicht ins Krankenhaus noch zu fahren, weil das vielleicht schneller gehen sollte. Das hat oft Riesenkonsequenzen, dass man unterwegs Rhythmusstörungen kriegt. Das ist ja die Hauptgefahr beim Herzinfarkt. Also ich denke, bis der Notarzt eintrifft, gilt es eigentlich, eine gewisse Ruhe zu bewahren, den Partner auch zu beruhigen, weil das ist einfach jetzt alles in die Wege geleitet. Der Notarzt kommt, der wird es klären, der hat ein EKG an Bord und kann die Dinge in die richtigen Bahnen lenken und entscheiden, wie es weitergeht. Und der Partner kann eigentlich, wenn der Patient wach ist, seine Beschwerden hat, direkt nichts für ihn tun. Das ist einfach jetzt ein gewisser Abwarteprozess, wo man die Ruhe bewahren muss. Und ganz anders ist das durch bei Kreislaufstillstand, bei Bewusstlosigkeit. Das ist jetzt hier nicht die Frage. Und uns hat jetzt auch noch eine etwas ungewöhnlichere Frage erreicht. Und zwar, ich habe einen Defibrillator implantiert bekommen. Schadet ein Schiffskompass vom Segelschiff dem Defibrillator, Herr Dausch? Nein. Das ist überhaupt kein Problem. Gibt es denn irgendwas, was irgendwie so einem implantierten Defibrillator irgendwas anhaben kann? Oder sind die mittlerweile schon so sicher? Also die Geräte sind mittlerweile so gut isoliert, dass es eigentlich wenig Einflussnahmemöglichkeiten gibt, die dem Defi wirklich schaden. Wenn wir Patienten haben, die nun beruflich vielleicht mit Hochspannungsleitungen oder Ähnlichem zu tun haben, dann muss man da nochmal nachdenken. Aber ansonsten sind die Geräte heute so gut isoliert, dass wir damit eigentlich kaum Probleme durch Außeneinwirkung sehen. Und wir haben noch eine Frage zum Thema Corona. Und zwar, wie lange sollte ich mich nach einer Corona-Infektion mit dem Sport zurückhalten? Erhöht sich das Risiko, wenn man zu schnell wieder mit dem Training beginnt? Herr Dissmann? Ja, ich habe ja vorhin gesagt, es ist doch relativ häufig, dass man im Rahmen eines Corona-Infektes eine Begleitinfektion auch im Herzen hat, die meist sehr, sehr milde und kaum spürbar verläuft. Und das spielt eine große Rolle bei Leistungssportlern,
die ja alle noch auch einen kardiologischen Check haben müssen, bevor sie wieder mit dem Leistungssport anfangen. Aber für den Normalbürger ist es so, dass man sagen würde, vielleicht, dass man nach der durchgemachten Corona-Infektion, die 14 Tage dauert, Alltagsbelastungen dann beginnen kann und ein sportliches Trainingsprogramm erst nach etwa 4 Wochen beginnen sollte. Das ist einfach so eine gewisse Faustregel. Ist eben anders für Leistungssportler als für den Normalbürger. Aber nach 4 Wochen ist man sicherlich, wenn man sich gut fühlt, wenn man das durchgemacht hat und sich wieder leistungsfähig fühlt, ist das sicherlich problemlos möglich. Und jetzt haben wir noch eine Frage, die uns vorher schon über Instagram erreicht hat. Und zwar, wenn ich beim Arzt bin, ist mein Blutdruck immer erhöht. Muss ich mir Sorgen machen? Herr Dausch, Sie haben schon einmal kurz genickt. Ja, weil das Phänomen relativ häufig ist, dieses Weißkittelphänomen, also dass ich einen deutlich höheren Blutdruck habe, wenn ein Arzt in der Nähe ist, möglichst eben mit diesem klassisch weißen Kittel, für mich also sehr erkenntlich und in so einer für mich schwierigen Situation und dann bin ich psychisch ein bisschen angespannt, der Blutdruck geht hoch. Dieses Phänomen gibt es tatsächlich durchaus häufiger, das kann auch zu ganz erheblichen Blutdruckspitzen gelegentlich führen. Dem kann man natürlich durch eine häusliche Messung gut begegnen. Das heißt, man wird solche Patienten bitten, dass sie dann in ihrer häuslichen Umgebung über eine Selbstmessung häufiger mal ihren Blutdruck messen, um so einen besseren Eindruck zu bekommen, wie denn der Blutdruck im Alltag nun wirklich ist. Also ein Weißkittel-Hochdruck, der speziell in so einer Situation deutlich überhöht ist, ist für sich genommen kein Risikofaktor. Und Herr Dissmann, wollten Sie noch kurz was ergänzen? Nein, also es gibt eine große Studie, auch vor Sprintstudie vor 10 Jahren. Da ist es auch nochmal deutlich hingewiesen. Wenn man Blutdruck selber misst, muss man wirklich die Regel einhalten, dass man sich erstmal 5 Minuten ruhig hinsetzt und vielleicht auch, dass wenn die Mahlzeiten zum Beispiel macht, erstmal zur Ruhe kommt, dann gehen die Blutdruckwerte meist 5 bis 10 Millimeter runter. Ganz große Fehler auch, wenn man selber misst zum Beispiel oder auch in der Hausarztpraxis schnell mal hinsetzen, Blutdruck messen. Das ist meist ein komplett falscher Wert, der nur zu Unruhe führt, nicht? Und auch nie nachmessen. Es sind sehr viele Fehler möglich bei der Blutdruckmessung. So ein Wert in der Hausarztpraxis ist natürlich wirklich oft überhaupt nicht verwertbar. Insofern ist das, was Herr Dorsch gesagt hat, ja völlig richtig. Wenn man wirklich verdächtige Blutdruckwerte hat, entweder zu Hause, so in Ruhe, 5 bis 10 Minuten Pause mal machen, oder man macht mal einen 24-Stunden-Blutdruck. Das haben die meisten Hausärzte ja auch vor Ort, dann kann man einen guten Eindruck über den Blutdruck gewinnen, ob der wirklich im Mittel erhöht ist. Und wir kommen auch schon zur letzten Frage des Abends. Und zwar, mein Herz schlägt manchmal unregelmäßig. Muss ich mir Gedanken machen und was kann ich tun? Vielleicht wollen Sie gleich weitermachen, Herr Dissmann. Ja, Unregelmäßigkeiten sind beim Herzen praktisch normal. Wir haben alle nicht immer einen regelmäßigen Puls. Es ist erstens so, dass die Menschen unterschiedlich ihr Herz wahrnehmen. Manche nehmen gar nichts wahr. Ich habe mein Herz noch nie gemerkt, nicht einen Extraschlag. Manche nehmen sehr viel wahr, können jeden einzelnen Schlag wahrnehmen. Meist ist dahinter das Auftreten von einzelnen Extraschlägen, die dann als Rumpeln empfunden werden, Pausen, dann ist der nächste Schlag wieder recht heftig. Das ist meist eine ganz harmlose Situation, die durchaus unangenehm werden kann, gerade weil es in Ruhephasen auftritt, wo man das zum Beispiel beim Einschlafen oder in Ruhephasen als störend und unangenehm empfindet, was aber völlig harmlos ist. Wenn man das mal hat, das ganz anders sieht die Sache aus, wenn man wirklich schnelles Herzklopfen hat, ganz schnelles Rasen, was so ganz plötzlich aus dem Nichts heraus auftritt, was wirklich vielleicht auch noch mit Schwindel, mit Luftnot einhergeht, das sind Sachen, die muss man durchaus mit dem Hausarzt besprechen. Der muss vielleicht sogar zum Kardiologen schicken, weil diese attackenartigen Phasen von Herzrasen, die können durchaus mal auf wirkliche Rhythmusstörungen hindeuten, die auch weiter durch Methoden geklärt und dokumentiert werden können. Wir sehen heute auch viele diese Smartphones, die immer mehr genutzt werden dafür, das zu detektieren. Das hat Vor- und Nachteile. Auch das kann dazu führen, dass man überempfindlich reagiert auf diese Dinge und sehr viel mehr feststellt als vorher. Das kann man sogar lernen, die zu merken dann. Und da muss man natürlich auch gucken, ist das wirklich eine Rhythmusstörung, wirklich, die abgeklärt werden muss, oder sind es eben nur diese einzelnen Extraschläge, die harmlos sind, die ich gar nicht
beachten muss. Das ist also wirklich ein schwieriges Thema. Aber wie ich dargestellt habe, kann man es vielleicht mal im Vorfeld schon mal für sich klären, ob man da weitere Maßnahmen für notwendig hält. Und damit sind wir auch schon am Ende unseres heutigen Live-Talks. Ich sage vielen Dank, Professor Dr. Rüdiger Dissmann und Dr. Wolfgang Dausch. Wir sehen uns auch schon in ungefähr 4 Wochen wieder. Dann geht es um das Thema Diabetes. Und mir bleibt nichts mehr anderes zu sagen als bleibt gesund. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Schönen Abend.